die Aktionen, die wir am kommenden Samstag starten werden, zusammen mit Courage der Gerberding-Stiftung. Ich bitte vielleicht mal ganz kurz, Frau Gerberding, zu uns hier nach oben zu kommen, damit Sie vielleicht das ein oder andere noch mal persönlich zu der Aktion sagen können. Bitte schön. Ja, Frau Gerberding, eine besondere Aktion für Hannover 96. Wir wissen natürlich, dass wir viele, viele Fans mittlerweile vor allen Dingen natürlich auch weltweit haben, aber ich denke mal, ein großer Teil der Soldaten waren immer schon ein Stück weit auf der Seite von Hannover 96. Das ist aber jetzt nicht unbedingt die alleinige Grundlage für die Aktion, die Sie ins Leben gerufen haben, das gelbe Band der Verbundenheit. Ich wollte mal das mal ausrollen hier ganz kurz. Vielleicht können Sie mal ganz kurz sagen, was die Intention dieser Aktion ist. Ja, die Intention dieses gelben Bandes der Verbundenheit, so ist der korrekte Name, ist eigentlich ein empathisches, ein emotionales Hingucken zu den Soldaten und Soldatinnen, die sich im Moment in den unterschiedlichsten Einsatzländern befinden. Und wir haben dieses Projekt am 9. Oktober in Holzminden gestartet. Wir sind sehr erfolgreich unterwegs in Holzminden selber mit 240 Bändern und im Bundesgebiet mit 780. Und natürlich, wenn man ein solches Stiftungsprojekt betreibt und weitertreiben will, macht man sich natürlich Gedanken, wie kann das am besten geschehen und wo erreichen wir viele Menschen. Und da bin ich auf ein wirklich sehr hilfreiches und unterstützendes Medium, nämlich Hannover 96, gekommen. Wir als Stifter, mein Mann und ich, sind wirklich sehr, sehr dankbar für diese enorme Unterstützung und diese Vorbildfunktion, die der Verein mit diesem Commitment am kommenden Sonntag in die Hand nimmt. Ich finde das ganz toll. Und ich denke, dass die Soldaten, die im Einsatz sind, die ja dann dieses Band, und das ist das Besondere daran, das bekommen sie in den Einsatz geschickt. Und das sind immer so die Rückmeldungen, die wir von den Soldaten bekommen. Das ist für sie wie ein warmer, emotionaler Mantel. Das sind Menschen, die sich darauf eingetragen haben. Das ist die Idee des Bandes. In diesem Sinne, wir denken an euch, wir wünschen euch alles Gute, kommt gesund wieder. Wie gesagt, das gelbe Band hat keine politische Aussage, sondern ist eine rein emotional motivierte. Mit dem Projekt schauen wir auf den Soldaten als einen Menschen in einer wirklich mehr als herausfordernden Aufgabe. Und das kriegen Sie von den Soldaten wirklich eins zu eins zurück. Die Dankbarkeit und Freude, dass Menschen außer ihren Familien an Sie denken. Und ich finde das sehr großzügig vom Verein, dass die Familienangehörigen und die Kinder mit eingeladen worden sind zu dem Spiel am kommenden Samstag. Sie sind dabei und Sie können sich sicherlich vorstellen, wenn Sie getrennt sind von Ihren Partnern über längere Zeit, dann tut das weh und man fühlt sich allein und so schließt sich hier ein wundervoller Kreis, denke ich mal. Und wir sind wirklich sehr, sehr dankbar, dass Hannover 96 mitmacht